uns umgehört hier in der Gegend. Man hat uns gesagt, man nennt sie auch Cap d'Etienne-Zaun. Ja, es ist so, dass ich, also zunächst einmal muss man die Maschine langsam warm fahren. Also wenn so jetzt, wie jetzt. Wenn, so wie jetzt. Wenn sie dann aber warm ist, dann kann man schon bis auf 35, 38 Knoten, also 70 Stundenkilometer hochfahren. Mit dem Ding? Mit dem Ding. Mir sind beispielsweise Strategien zur Wahlkampfführung auf Wasser eingefallen oder auch, wenn ich in Anführungszeichen etwas größere Reden halten muss. Dann setze ich mich hier draußen hin, gucke in den Himmel und überlege, wie kannst du Menschen überzeugen. Wenn ich hier Liberty sehe, ich habe Wolfgang Kubicki vor mir. Liberty, klare Frage, Liberalismus, FDP, wie geht es da weiter? Meine Schlussfolgerung ist die, meine Partei hat in den letzten 4 Jahren schlicht und ergreifend verlernt, auf die Menschen zu hören. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir ein besseres Ergebnis erhalten. Also wo wird die FDP hingehen? Wir werden weder eine Tea Party-Bewegung leid werden, noch werden wir uns in Richtung AfD bewegen. Wir haben den Eindruck zugelassen, als müssten Märkte nicht reguliert werden. Das sei sozusagen das Beste der Welt, wenn man unregulierte Märkte hätte. Dabei ist es ein liberales Credo, dass wir Regeln schaffen müssen, Leitplanken setzen müssen, an die sich alle halten müssen. Ich habe nie akzeptiert, bis heute nicht, dass wir es zulassen, dass Banken von sich behaupten, sie seien systemrelevant und dürfen nicht insolvent gehen. Okay. Das Problem meiner Partei ist, dass viele Menschen den Eindruck gehalten haben in den letzten Jahren, dass es eben einigen nicht darum geht, was zu bewirken, sondern nur was zu werden. Herrn Kubicki geht es ja gut, er kann sowas leicht sagen. Ist es nicht ein bisschen sehr... Ja, aber ich finde nicht, dass Menschen in Politik gehen sollten, die das als Einkommenserwerb sehen oder die das brauchen, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Mhm. Ich verdiene als Abgeordneter auch Geld und das ist mehr als die meisten Menschen verdienen. Aber ich verdiene als Anwalt deutlich mehr Geld. Und ich würde noch deutlich mehr Geld verdienen, wenn ich auf mein Landtagsmandat verzichten würde. Das ist nicht der Ansatz. Dann stellt sich aber die Frage, warum haben Sie denn das Mandat? Dann verdienen Sie ja, Sie verlieren ja real Geld, weil Sie Politiker sind, wenn ich es zusammenrechne. Ja, aber ich brauche nicht mehr. Den Strandkorb aufmachen können. Das ist gemein. Das ist nicht gemein, ne? Ich finde, Moderatoren können auch mal zeigen, dass sie vom praktischen Leben was verstehen. Sonst zeige ich ihnen das, wie das geht. Hey, Braune! Ihr habt es geschafft. Gab es da mal irgendwo einen Punkt, wo Sie gedacht haben, boah, jetzt geht's echt nicht mehr? Ich hatte den Punkt 1993. Da habe ich mir für ein paar Minuten überlegt, tatsächlich meinem Leben ein Ende zu machen. Echt? Kam nachts nach Hause aus einer Veranstaltung und bei NTV lief ein Banner mit der Erklärung Haftbefehl gegen Kubicki. Es ging damals um die Schönberg-Affäre. Es ging um eine Mülldeponie. Eine Mülldeponie, um die Übertragung der Mülldeponie auf Mecklenburg-Vorpommern. Und da habe ich gesagt, wenn deine Mutter, das ging ja schon wochenlang so, wenn deine Mutter das morgen früh sieht oder liest, dann fällt die tot um. Das muss aufhören. Und dann kommt die Überlegung, was hört nur auf, wenn du jetzt dein Leben ein Ende setzt. Dann rationalisiert das Gehirn ganz interessant. Also, sie haben zwei Dinge in ihrem Kopf. Das eine sagt, es muss Schluss sein. Das andere sagt, ist doch Quatsch. Wie willst du es machen? Ostsee, das Wasser ist zu kalt. Mit dem Auto jetzt fahren macht auch keinen Sinn mehr. Und nach 10 Minuten und einem Glas Wein habe ich mir gedacht, gehst lieber ins Bett. Und am nächsten Morgen sieht die Welt anders aus. So war es dann auch. Also sind Sie ein Macho, ja? Ich bin ein bekennender Macho, ja. Fällt es schwer, das zuzugeben? Nein, fällt nicht schwer zuzugeben. Freut einen das, wenn man das zugibt? Früher ja, jetzt ist es mir vergleichsweise egal. Jemand wird als Macho bezeichnet, der mit Frauen so umgeht, wie das einige Menschen heute nicht mehr für opportun halten. Die Frauen noch als Frauen wahrnehmen und nicht als neutrales Subjekt. Und die Männer noch als Männer wahrnehmen, auch nicht als neutrales Subjekt. Mhm. Die bestimmte Höflichkeitsformeln haben, aber die auch keine Zweifel daran lassen, wenn sie Interesse haben, das auch zu bekunden. Und das tun Sie alles? Regelmäßig. Aber haben Sie nicht Angst, wenn man das Image eines Macho hat, dann spielt man auf einmal Golf? Sie wissen ja, was man Golfspielern nachsagt. Ich habe immer wieder gehört, Golfspieler hätten keinen Sex mehr. Ich kann bestätigen, dass jedenfalls bei mir das nicht stimmt.